Jack, ich sag's dir. Seit ich das Bike benutze, fühle ich mich besser denn je. Ja, ich weiß, dass wir Eisenbahner sind, aber ich fahre gerade in die Stadt und wieder zurück. Alter, ich fühle mich so gesund wie noch nie. Echt wahr? Das sind so kleine Texte, die einfach immer wieder toll sind bei Fallout. Wirklich, es ist einfach so, es sind so kleine Momente. Auch wenn die Bomben fallen, wenn das Ende gekommen ist, werden wir überdauern. Lasst uns also beten, dass Frieden in die Welt zurückkehren wird. Doch wenn es nicht so ist, wenn der Krieg unvermeidlich ist, dann soll ein jeder wissen, dass hier in Ward 76 unsere Zukunft beginnt. Hey, meine lieben Zugucker, herzlich willkommen wieder zurück zu Fallout 4 Part Nummer 60. Ich habe jetzt gerade geguckt, ob ich oben rechts irgendwie diese Questziele wegkriege. Ich krieg's einfach nicht hin. Die Einstellung, fliegende oder schwebende Quest-Textziele wegmachen. Ich glaube, also das hier, denke ich mal, dass das das ist. Aber ich krieg oben rechts dieses Vorbeugen ist besser als Heilen. Mit diesen, also den Quest, das Zeug kriege ich nicht weg. Und das nervt mich. Irgendwie, keine Ahnung. Finde ich irgendwie ein bisschen schade. Oh. Okay, da kann man runter. Na gut, dann. Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wo ist denn der Gegner? Da bist du! Hi! Hey, Befreier! Wieso mache ich dir eigentlich genauso viel Schaden, dass ich dich einmal anschießen und einmal boxen muss? Mann! Optional tritt durch das Haupttor des Charleston-Betriebshofs, okay? Wah! Okay. Ah, was haben wir denn hier? Meine liebe Nancy. Nancy, es wird Zeit. Wir können es nicht leugnen. Du hast für Robert schon einige Jahre keine Gefühle mehr und du bist die Liebe meines Lebens. Wir können doch heute Abend von hier fort. Ich habe alles gepackt und im Betriebshof deponiert. Der Schlüssel ist auf dem Schrank vor dem Büro des Alten. Komm mit mir. Lass uns zusammen neu anfangen. Brennen. Mann! Sag mal! Jetzt konnte ich den Brief gar nicht so richtig genießen. Oh, ihr nervt. Tschüss. Einmal. Zweimal. Komm, du bist auch noch auf die Fresse. Ja. Bye, bye. Also, ist das das Charleston-Dings? Nee, ne? Wie seid ihr denn alle draufgegangen, Mann? Was mich vor allem ein bisschen stört, tatsächlich, ist... Oh, guck mal hier. Was mich ein bisschen stört, ist... Oh, guck mal, der ganze Schrott. Krass. Ah, die Tür kann ich auch aufbrechen. Dass ich... Digga, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Gott, ist das räudig. Ist das räudig. Wow, das hat nichts gebracht. So, was mit der Tür? Kann ich die aufmachen? So, was tritt... Was? Okay, wo müssen wir denn hin? Wo ist das denn? Echt jetzt? Oh. Gott. Jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen hoch. Oh, Mann. Egal. Wir haben hier ja ein bisschen Zeit. Es ist ja... Ach, guck mal, hier der Türriegel. Ach, guck mal, so funktioniert die Scheiße. Ja, das hätte ich mir bei der einen Quest auch gewünscht, dass ich den Türriegel wegmachen kann. Aber nö, ging nicht. So, was geht jetzt hier? Wo ist denn das Ding? Da hinten, wir sind auf derselben Ebene. Also, was soll ich denn jetzt hier holen? Besorge eine Typ-T-Sicherung. Kriegen wir hin. Moinsen, was ist denn mit dir? Warum bist du denn so feindselig? Hm? Ja, tschüss. So, wo ist... Wo ist das Ding? Ist das jetzt hier unter uns oder wo soll das sein? So, was haben wir hier? Zigarette. Ein Wegger. Hier gibt es auch noch eine Tür. Cool. Oh, das sieht doch... Oh, was haben wir denn hier? Armee-Munitionstasche, was? Hä? Ach so, Fahrrad. Jack, ich sag's dir. Seit ich das Bike benutze, fühle ich mich besser denn je. Ja, ich weiß, dass wir Eisenbahner sind, aber ich fahre gerade in die Stadt und wieder zurück. Alter... Ich fühle mich so gesund wie noch nie. Echt wahr? Das sind so kleine Texte, die einfach immer wieder toll sind bei Fallout. Wirklich, es ist einfach so, es sind so kleine Momente. So, was haben wir denn hier? Mir wurde gesagt, wenn ich das hier... Mir wurde... Scheiße, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Aber mir wurde gesagt, es gibt bei diesen Codes hier, gibt es... Zu eine Klammern. Einmal offen, einmal zu. Ja? Wenn man die betätigt, werden die Versuche zurückgesetzt. Zumindest ist das bei Fallout 4 so. Wir werden das mal probieren, ob das hier auch so ist.
handles, becomes. Komm, wir probieren es mal, oder? Mach einmal. Komm, wir probieren es einmal. Oh, tatsächlich, der Wahnsinn. Das ist ja wirklich so. Krass. Also, das hätte ich mir gewünscht, dass ich das früher gewusst hätte. Also, zu den Klammern sieht man ja schon immer mal so. Das kennt man ja. Praktisch. So. Ah ja, siehst du, direkt. Safe-Steuerung. Let's go. So, was haben wir hier? Naja. Lustig, hier ist... zu dem Brief, da ist auch einfach das Fahrrad direkt im Hintergrund. Seht ihr, das meine ich. Das sind so diese kleinen Details. Es hat sich halt einer überlegt. Das ist schon cool. Ich glaube, ich hab noch nie in Fallout ein Fahrrad gesehen. Jetzt mal bei aller Liebe. Ich glaube wirklich nicht. Lustig. Gibt es sonst noch was? Guck mal, hier ist noch ein Zettel. Was steht hier? Kündigungsschreiben. Oh nein. Hab einen Job bei Walltech bekommen. Sie sagen, sie werden meine Fachkenntnisse brauchen, falls Amerika jemals wieder das Eisenbahnsystem aufbauen muss. Ich werde euch alle vermissen. Das meine ich ernst. Die Geschichte der Eisenbahn ist seit über 5 Generationen mit meiner Familie verbunden. Es war mir eine Ehre, dazu zu gehören. Das war ein kurzes Schreiben. Werkzeugkoffer. Guck mal, den ganzen Bums können wir ja hacken. Knacken. Ah, nein. Aber wir haben jetzt zum Glück ein paar Haarklammern aufgesammelt mittlerweile. Ah. Aber ich darf nicht zu gierig sein. Nicht zu gierig sein. Ah, pap, pap, pap. Ah, das war zu weit. Ah, ah, pap, 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 pap. Geht doch. Ja, komm, Sim. Komm, wir nehmen es einfach mit. Das ist einfach nur Schrott. Hier, ein Stealth Boy. Cool, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Stealth Boy hier aufnehme. War hier nicht irgendwo noch dieses, Oh, hä, habe ich das nicht aufgesammelt? Hm, okay. So, wo muss ich jetzt hin? Wo ist das Kackding? Wo ist denn das? Bin ich jetzt hier runter vielleicht? Ach, Metalltür versperrt, leck mich am Sockel. Okay, was ist das? Kann ich dich umboxen? Komm, peng. Okay, hat nicht funktioniert. Hätte aber funktionieren können. So, wo ist denn... Also, wir... Oh Gott, so ein Mist. So ein Mist. Also, wo soll das Ding denn jetzt sein? Da hinten. Da. Besorge eine Typ-T-Sicherung. Ja, scheiße. Ich komme ja noch nicht mal dahin. Was ist das Kackding denn? Da oben. Wie komme ich da hoch? Da. Hättest du mir das gleich gesagt. Mann. Okay, komm. Wir gehen da hier einfach mal ein bisschen hoch. Da oben ist es doch schon. Dann haben wir die T-Sicherung. Ich bin da schon vorbei. Nein, ich bin hier nicht vorbeigelaufen. An den hätte ich gemerkt. Hi. Ach, guck mal. Du bist sogar ein, Legendärer, mehr oder weniger. Ach, guck mal, da sind ja sogar noch welche. Hi. Na du? Tschüss. Oh, dich boxe ich. Komm her. Ja, geht doch. Huch. Ja, komm, ist doch Propaganda-Flyer, okay. Was gibt's denn? Oh, ein Helmchen. Okay, wir gehen hier mal zurück. Also, was... Ist denn hier Tischventilator und hier die Typ-T-Sicherung. Na also, wunderbar. So, was brauchen wir noch? Baue die Typ... Was baue die Typ-T-Sicherung? Warte mal, das war's jetzt schon, oder was? Jetzt sag mir bitte nicht, dass das schon war. Jetzt echt? Ja, leck mich am Buckel, tatsächlich. Das war... Das... Ach so, ich muss doch die... Ich nehme noch eine Probe vom wilden Ghoul. Ja gut, klar, das müssen wir auch noch machen. Komm, let's go. Komm. Oh, jetzt ist Nacht. Blöd. Oder Dämmerung. Aber, komm, wir holen uns hier einfach noch eine Probe. Oh, wir sollten auch mal was essen. Hm. Wo haben wir denn hier unser Stuff? Verdorbenes Fleisch. Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Wir essen das jetzt einfach. Was soll denn passieren, außer Krankheit? Na also. Weil, jetzt können wir nämlich den Bogen benutzen. Weil mit dem Gourmetbogen sind wir ja ultra, ultra stark. Und dann können wir uns auch eine Probe holen. Was ist das für ein Gebäude? Ah, ja, da waren wir schon. Wir sind gerade wieder zurück. Hi! Bau die Typ... Ach, fuck, wo war das denn jetzt hier? Warte mal. Ach, guck mal, das ist gar nicht so weit. Komm, das können wir noch, das können wir noch holen. Oder? Easy. Ha, fast. Noch ein bisschen. Wieso und von wo? Hast du mich von da. Willst du dich verarschen? Du hast mich jetzt aber nicht von da unten angeschossen, ne?
Oh Gott, nein. Och nö. Warte mal. Oh, ich hab mich hier fast festgeglitscht. So eine Scheiße. Gott, das kann ja hier eigentlich nur heiter werden. Was ist das denn? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Hier sind Haken, okay? Was sind das für Blutsäcke? Ich hab kein grünes Zeug. Ja, ist doch kein Problem. Aber ich kann euch trotzdem treffen. Tschüss. Oh, peng. In die Fresse schießen. Wollen wir das? Habt ihr Bock drauf? Aha. Ach, guck mal einer an hier. Diese Messer sind tipptopp. Scheiße. War knapp. Klein Penner. So, du bist weg und dir kann ich doch ins Gesicht schießen, oder? Nett. Natürlich. Ach, komm schon. Toll, jetzt muss ich niesen. Supermutant. Ich muss niesen. Jetzt treffe ich dich nicht mal. Wie kann ich dich denn... Ah, hier. Uff. Komm, einmal noch. Gott, ist der Bogen scheiße. Gott, ist der Bogen scheiße. Ja, gib mir das und dann... Was ist das hier? Hier ist nix. Boah, der ist der Bogen kacke. Jetzt mal ohne Scheiß. Nehme ich lieber den Single-Action-Revolver, der ist auch kacke. Sein stärkster Supermutant. Ja, du bist ein Scheiß. Tschüss. Hey, bleib hier. Nein, bleib. Oh, okay, wir machen es anders. Oh, das ist ja... Das war ja scheiße. Na, oh, scheiße. Nicht draufgehen jetzt. Komm, halt dich mal ein bisschen und jetzt mal hier volle Konzentration, bitte. Danke, das Jagdgewehr. Wo ist das denn da? Tschüss. Gott, jetzt lebt der immer noch, gell? Na, also. So, Moment. Entschuldigung. Extra weggegangen. Jetzt bin ich aber, glaube ich, schlecht. Jetzt bin ich hier, glaube ich, ein bisschen weit weggegangen. Was soll denn die Bude sein? Ist das hier? Das könnte sein. Oh, was? Oh. Okay. Okay, kann ich von dir eine Probe nehmen? Oder wie schaut das aus? Nimm eine Probe eines wilden Ghouls. Wie soll ich denn das machen? Einfach nur platt machen oder... Oh, Registrierungskasse machen wir auf, oder? Na, oh Gott, so ein Mist. Na. Das geht doch. So. Wow, das war's. Einfach nur dafür. Okay. Naja, besser als nichts. So, wir sind im Zielbereich und wir sollen jetzt hier eine Probe entnehmen. Wo finden wir das? Ah, hi! Das war auch nichts. Ja, was mit dir? Ein bisschen Kuchen nehme mit. Hier ist noch das Pulver, aber... Pff. Huch, was haben wir hier drin gehabt? Nix. Wow. Und wir sind schon wieder überladen. Ich kotze. Ich kotze einfach im Strahl. Gehen wir noch mal eins hoch. Da. Guck mal, da sind Türen. Cool. Hi. Okay, hier ist wieder ein Malpinsel. Was... Wieso muss ich denn hier Koffer aufmachen? Oh, geil. Geht doch. Ah, wieder ein... Sag mal, wieso mache ich denn für so ein Firlefanz Zeug auf? Mann. Ja, hier ist aber auch nichts, ne? Ah, guck mal hier. Ah, eine Truhe. Auch nichts drin. Ich fühle mich ein bisschen verarscht, ehrlich gesagt. Also so ein bisschen veralbert fühle ich mich schon. Also ich kriege ja auf jeden Fall den Schrott, den ich brauche, ne? Aber... Achso, wir sind jetzt... Jetzt sind wir im Zielbereich. Okay. Aber wo soll denn hier eine Probe sein, Digi? Au! Ey! Du bist ein Streuner! Komm her! Ist auch keine... Ach! Oh Gott, bitte, 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 nehmt mir das nicht übel. Ach du Scheiße, ich habe das mit der Blutprobe entnehmen komplett übersehen. Bitte nehmt mir das echt nicht übel. Das ist mir gerade wirklich peinlich. Ach du Scheiße, das war jetzt auch gerade nur Zufall. Eieieiei. Wie gesagt, bitte. Ich bin manchmal ein bisschen verpeilt.
So, laden wir meine ganzen Bombs hier nach. Und... Ah, könnte es sein, oder? Nee. Aber da müsste doch hier, guck mal, da ist doch, hier ist doch irgendwas, was wir entdecken können. Ach, wir können ja gar nicht mehr rennen, weil wir überladen sind. Scheiße. Gehen wir eins hoch. Ach, Guli, was ist denn los? So, gib die Blutprobe in die Zentrifuge. Also wir haben. Ja. Wir haben. Oh Gott, Glück gehabt. Wir haben alles, was wir brauchen tatsächlich. Das finde ich gut. Dann hätten wir nämlich damit soweit alles, was wir brauchen. Danke für nichts. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wie ist es hier? Könnten hier an sich einen Schnitt machen, aber ich will ja noch ein bisschen gucken, weil hier gibt's. Also dieses Gebäude verfolgt mich. Dieses Gebäude verfolgt mich einfach so hart. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Was mich ja an Fallout 76 tatsächlich sehr stört, sind oft diese verwaschenen Texturen. Ich habe in der Regel habe ich wirklich kein Problem damit, wenn die Grafik ein bisschen kacke ist. Hauptsache das Spiel ist gut, aber die verwaschenen Texturen stören schon. Oh, das war ein schöner Kopfschuss. So. Au. So, und du noch, ja? Ja, feines Ding. Ja, das Ding lädt so nah lange nach. Oh, das sind aber ein paar gerade hier. So, ich kann dich doch treffen, oder? Ja. Komm, noch einmal. Ja, wunderbar. Und du noch. Tschüss. Ja. Ja, sollten aufpassen. Nicht, dass wir hier drauf gehen. Das wäre jetzt blöd noch. Kurz vor Ende. Also. Fast Level. Ich weiß gar nicht. Fast Level 25. So, dann haben wir den Scheiß nämlich hier jetzt komplett aufgesammelt. Ich weiß, ich habe mich wieder komplett überladen. Wo ist denn unser Camp? Das ist gar nicht so weit. Das ist gar nicht so weit. Okay. Ja, meine lieben Zugucker, dann würde ich nämlich sagen, gehe ich jetzt offline ins Camp, bringe meinen Scheiß weg und dann im nächsten Part werden wir definitiv die Quest weitermachen mit Vorbeugen ist besser als heilen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Haut rein. Ciao, ciao.